Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Frank Ratzewalds Traum von einem Haus mit eigenem See wurde regelrecht zum Albtraum. Dutzende Fische starben ohne ersichtlichen Grund. Er traut seinen Augen nicht, der See offensichtlich verseucht. Ja, das ist natürlich nicht so schön, wenn man weiß, man hat hier jahrelang auch geangelt. Als Kind war man hier schon zu Hause und man weiß, wie viel Fisch hier drin sitzt. Da hat man schon ein bisschen Bedenken, dass da das ganze Ökosystem zusammenbricht. Mit seiner Kamera hat Ratzewald alles dokumentiert. 30 Kilo toter Fisch wurden aus dem Wasser gezogen. Die Ursache zunächst völlig unklar. Das Biotop steht seit 1993 unter Naturschutz. Dementsprechend gut war die Wasserqualität. Erst im Frühjahr wurden hier Fische in einem Wert von über 1.000 Euro ausgesetzt. Ein Paradies für Angler. Dann der Schock. Über einen kleinen Zufluss kam ungewöhnlich trübes und streng riechendes Wasser in den See. Frank Ratzewald nahm mit einem befreundeten Chemiker Wasserproben. Das Ergebnis erschreckend. Bei der Wasserprobe ist herausgekommen, dass es sehr nitrit- und nitrathaltig war und der Sauerstoffgehalt war unter 1 Milligramm pro Liter. Es ist also sehr schlecht. Die Quelle der Verunreinigung war schnell ausgemacht. Die schädlichen Abwässer kamen von einer nahegelegenen Biogasanlage. Hier wird Strom für über 1000 Haushalte produziert. Mit einer Mischung bestehend aus Zuckerrüben, Mais, Getreide und Mist wird hier Energie erzeugt. Wilhelm Lütje ist Betriebsleiter der Anlage und hauptberuflich Landwirt. Dass die Verunreinigung von dieser Anlage ausging, konnte er zunächst kaum glauben. Es ist natürlich von keinem von uns gewollt worden, dass das überhaupt passiert. Das ist also ein Szenario, das man sich eigentlich gar nicht als Außenstehender vorstellen kann. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir ja saubere Energie produzieren und das passt natürlich mit dem überhaupt nicht zusammen. Normalerweise wird der energiereiche Sickersaft der Pflanzen in die Behälter gepumpt. Am Tag des Unfalls fiel diese Pumpe jedoch aus. In einem solchen Notfall wird die Flüssigkeit in ein spezielles Becken umgeleitet. Dass es eine Verbindung zwischen diesem Becken und dem Hilgermisser Kolk gibt, war für alle Beteiligten eine böse Überraschung. Was wir nicht gewusst haben, dass direkt an dem Auffangbecken Drainageleitungen gelegen haben, die also bevor die Anlage überhaupt gebaut worden ist, schon im Acker waren und auch während der Bauphase nie irgendwie in Augenschein getreten sind. Wir haben das erst im Nachhinein erfahren, dass da direkt der Zugang zu anderen Drainagen waren und dadurch das Sickersaft in das Grabensystem eingeleitet worden ist. Als Sofortmaßnahmen wurden alle Rohre abgedichtet und das Drainagesystem gekappt. Pumpen und Behälter wurden mit einem zusätzlichen Alarmsystem ausgerüstet. Für die Fische im Kolk kamen diese Maßnahmen zu spät. Der Sickersaft bindet ähnlich wie Algen Sauerstoff. THW und Feuerwehr versuchten durch die Zufuhr von Frischwasser den See zu stabilisieren. Ein Schlauch sorgt für eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr. Viele Fische sind trotz dieser Maßnahmen erstickt. Die Werte sind glücklicherweise wieder über der kritischen Marke. Wie viele Tiere tatsächlich gestorben sind, werden aber erst die folgenden Monate zeigen. Leider ist es so, dass uns gesagt worden ist von einem entsprechenden Institut, dass viele Fischarten und auch es ist normalerweise so, dass viele Fischarten auf Grund sinken und dort verwesen. Und deshalb lässt sich das sehr schwer feststellen, was denn wirklich jetzt mit dem See passiert ist. Also das kann man so nicht abschätzen. Ratzewald bleibt optimistisch, dass genügend Fische überlebt haben und das empfindliche Ökosystem sich schnell erholt. Es wird aber wohl noch viel Zeit vergehen, bis er wieder einen dicken Fisch an der Angel hat. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.